Ah, und dann direkt auch erstmal was essen. So. Nein. So. Reißen wir direkt wieder ab, nehmen alles mit. Dann gehen wir auf Salamandersuche. Ne, wir brauchten erstmal den Hammer, ne? Den hier. Weil das, was hier rumrennt, ist der Hammer am effektivsten im Moment. Lauf mal hin. Ich glaube, da hinten habe ich irgendwo Salamander gesehen. Was ist das denn? Sauerampfer? Haben wir ja auch noch gar nicht geerntet. Sauerampfersuppe. Okay, was gab es denn da? Blätter. Mal noch mal ein paar mit. Blätter und Fasern. Okay. Mal her. Schau dich. Nimmst du fest? Wieso ist mir denn schon wieder kalt? Ist ja noch Herbst, oder? Weiß es nicht. Meine Ausrüstung zu schlecht. Verstehe ich jetzt nicht, wieso mir schon wieder kalt ist. Ja, im Winter, garantiert, es ist Winter. Bin ich fest von überzeugt. So, wo ist denn meine Spitzhacke? Da. Brauchen wir eigentlich auch Feuerstein noch. Und Leder von den Salamandern. Nö, ich will doch nicht schon wieder sterben hier. Muss ich mal eben gucken, kann ich mir ein Feuer machen und mich daran aufwärmen? Habe ich die Mats dabei? Ja. Wärme ich mich auf? Ja, ich wärme mich auf. Wenigstens etwas. So, wir frieren nicht mehr. Dann reiße ich das Feuer wieder ab. Und dann geht es weiter. Wir suchen, ich glaube, wir suchen uns jetzt erstmal Salamander. Da ist einer. Was brauche ich denn für eine Waffe bei den Salamandern? Werden wir jetzt gleich sehen. Best wäre so der Speer oder so, weil den habe ich aus Feuerstein. Nee, Schwert ist auch in Ordnung. Haben wir auch aus Feuerstein. Alter. Gut, deine scheiß Zunge hier. So. Oh, der macht schon ganz gut Schaden. Da habe ich viel zu wenig Bandagen dabei. Aber auch gemein, ne? Mit der Zunge und dann geht der zurück, damit du ihn gar nicht hauen kannst. Ah, na gut.
Hier noch mehr Salamander. Gehen mal hier gucken. Da ist noch ein Salamander. Ich fange schon wieder an zu frieren. Wieso? Weil ich im Schatten bin? Ein Moment. Stelle ich mich meine Sonne. Hier ich dann immer noch. Ja, ne? Er hätte ja sein können, wenn die Sonne auch wärmt. So. Feuer. Und was essen. Da unten Temperatur ist jetzt angenehm. Na, bleibst du da hinten? Wie viel Leder hat er denn gegeben? Ein Leder hat er gegeben. Oder Reptilienhaut. Natürlich nichts. Aber wenn das hier mit der Kälte weitergeht, dann weiß ich auch nicht. Was wir dann machen hier. Ich glaube, 10 Leder brauchten wir, ne? Insgesamt. Das heißt, wir müssen locker 10 Salamander killen, wenn die alle nur einen droppen. So. Ah, muss ich höher ziehen. So, immer schwere Angriffe ist, glaube ich, am einfachsten. Knochen gibt es auch noch. Und diesmal haben wir sogar zweimal Reptilienhaut gekriegt. Das ist schön. Das hier eigentlich... Ah, Rinde. Ja, schön. Die brauchen wir ja auch noch. Habe ich da einen Spitzhack geführt? Jo. So. Holzfundament. Holzfundament konvex. Holzfundament okay. Und noch mehr. Holzboden. Basis Holzsäule. Oh mein Gott. Bogen der Ecke, Holzdach etc. Ja. Da braucht man aber eine Menge von. Ich hoffe, dass du auch woanders mehr kriegst, später von anderen Bäumen oder so, weil wenn du hier am Strand die Rinde zusammenkratzen musst, dann wirst du mit dem Bau nie fertig. So. Weil die Rinde brauchten wir, glaube ich, auch für die Rüstung, ne? Ich weiß es doch. So, komm mal her. Der hört gar nicht mehr auf da oben. Mit neuen Rezepten. Ist der zu weit weg? So, jetzt habe ich ihn getroffen. Kann man ja, glaube ich, auch zähmen, ne, den Gecko. Aber wie gesagt, da muss ich mich nochmal schlau machen. Welches Tier oder welches Insekt was an Futter braucht. Oder wie das überhaupt funktioniert. Thank you.
Und jetzt friere ich schon wieder, ne? Ups. Sieht ja auch interessant aus da. Aber wir machen uns erst noch mal ein kleines Feuerchen. Zum Aufwärmen. Da gehen wir gleich auch mal hoch, gucken, was da ist. So, wie viel Platz habe ich denn noch im Inventar? Nicht mehr viel. So, schauen wir mal. Ah, hier komme ich, glaube ich, zurück, ne? Ich finde das Level-Design, finde ich, auch so richtig, richtig geil. Immer. Okay. Sieht auch aus wie so ein Spinnengebiet. Oder kommt man da gar nicht hin? Doch, hier kommt man hin, ne? Wahrscheinlich von hier oben. Oder später mit einer Libelle oder so. Und rüberfliegen kann. Ja. Ich würde sagen, wir gehen dann auch mal langsam. Oh, jetzt soll ich sterben, mein Freund. Ich glaube auch nicht, dass das eine gute Idee ist, da jetzt rüber zu laufen. Ne? Nee, wir gehen den Weg zurück, den wir kennen. Nichts riskieren hier. Jo. Und hier sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Ja. Keine Lust zu sterben. Und dann die ganzen Mats erstmal wieder bekommen. Das ist so ekelhaft. Das Problem ist, wenn wir jetzt sterben, weil ich das Bett abgebaut habe, dann spawnen wir hinten am Haus. Also am Baum. Dann haben wir natürlich ein ganzes Stück zu laufen bis nach hier oben. Das ist ein normaler Käfer, okay. Nehme ich noch ein bisschen Rinde mit, komm. Dann machen wir nochmal einen Lauf beim nächsten Mal und dann haben wir hier auch, denke ich mal, die Mats zusammen, die wir brauchen. Für eine neue Rüstung. Es ist Winter, oh mein Gott, es schneit. Ich muss nach Hause. Oh, shit. Jetzt kann ich mir wahrscheinlich. Und Inventar ist voll. Oh mein Gott, jetzt können wir uns wahrscheinlich alle paar Meter ein Feuer machen. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, wie es ist mit den Insekten. Also die so wie Bienen und so. Ob die auch noch da sind? Weil die müssten ja eigentlich Winterschlaf machen. Ja, da kommt man hoch, da bin ich aber auch schon mal von runtergefallen und dann bist du tot. Ist dann nicht so schön. Weißt du was? Bevor mir ich da nochmal runterfalle. Ah, shit! Hau ab, du! Ah! Hallo! Was ist denn jetzt los? Zurück zum Spiel.
Oh Mann. Wegen so einem Scheiß jetzt sterben hier? Nee, nicht mit mir. Mann. Hab ich mich jetzt. So. Was wollte ich denn? Ich wollte doch hier das Bett aufstellen. So, das geht hier nicht, aber hier unten. So, da stellen wir mal das Bett auf. Haben wir auf jeden Fall einen Spawnpunkt, ne? Und Feuer setzen wir uns hier auch noch hin. Komm, was soll das denn? So, dann können wir uns nochmal aufwärmen. So, Spawnpunkt gesetzt. Es wird auch bald Nacht. Ja, würde sagen. Ah, wie sieht es denn hier aus? Das Bett lassen wir jetzt auch hier stehen. Ich will gleich hier hochgehen und wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Ist auch gar nicht so verkehrt, dass hier das Bett steht. So, wir nehmen hier noch ein paar Pflanzenfasern mit. Wo ist die Axt? Ach, hier, wo da ist sie. Und dann essen wir nochmal schnell was. Dann warten wir darauf, dass es Nacht wird. Und schlafen wir eine Runde. Da ist schon wieder eine Libelle gestorben, so wie das aussieht. Yep. Oh ja, da hinten ist ein Grashüpfer. Der ist auch ein bisschen stärker als der normale. Bühne. Haben wir noch Platz für Stein? Nee. Komisch, aber wenn ich jetzt hier so im Schnee rumrenne, da friere ich nicht, ne? Es scheint noch nicht so richtig zu greifen, die Mechanik. Aber er friert. Ah, jetzt geht der Leben auch langsam wieder runter, okay. Das dauert nur so lange, bis wir schlafen können. Ich habe auch keine Fackel. Kann ich mir noch eine Fackel kann ich mir ja nicht machen. Doch, eine Fackel könnte ich mir wohl machen. So. Die eine ist zwar kaputt, aber ich habe keinen Platz mehr, ne? Ich kann auch nichts wegschmeißen aus dem Inventar irgendwie. Habe ich das. Hab da noch nichts gefunden. So. Haben wir noch eine neue. Wir versuchen es. Wir laufen nach Hause. Ach ja, da liegt ja noch mein alter Grabstein. Da konnten wir ja konnte ich beim letzten Mal die ganzen Sachen gar nicht mitnehmen. Ja, ja. Oh. Und jetzt kriegen wir nämlich auch nichts mit. Großartig. Aber wie gesagt, da ist auch nichts mehr nichts Wichtiges drin. Oh, genauso bin ich nämlich gestorben, vorhin. Oh, man kommt hier hoch, aber es ist schon ein bisschen knifflig. So, dann mal gucken, ob hier irgendwo gleich Bienen auftauchen. Jo, tatsächlich, da hinten.
Naja, es ist Winter. Die dürften normalerweise ja eigentlich gar nicht da sein, ne? Die Bienen. Reicht mich doch sowieso an, der Landlaufe. Oh, falsche Waffe. Wir sind voll. Schade um die Mats. Kann man nur ganz schlecht hoch, glaube ich, ne? Nee. Hier hinten müssen wir was, können wir es, glaube ich, versuchen. Bandage, ja, ich habe meine Bandage. Komm mal über die. Hängen wir da mal gegen. Oh, da oben können wir uns vielleicht aufwärmen am Feuer. Da sind wir auch geschützt. Ich hoffe nur, dass wir uns da auch aufwärmen können. Funktioniert. Hier können wir uns auch aufwärmen. So. Ja, Insektenpelz habe ich jetzt nicht dabei, sonst könnten wir uns schon was bauen hier. Oh, brauchen doch ein bisschen mehr Reptilienhaut, als ich dachte. 4, 10, 14, 18. 18 mal Reptilien. Insektenpelz habe ich genug. Knochen können noch problematisch werden. Ne? Wie viele Knochen brauchen wir denn? 2, 6. 8 Knochen waren das, genau, 10 Knochen. Ja, wobei, ein paar Knochen habe ich auch zu Hause. Wie gesagt, das Problem ist das Leder. So, ich würde sagen, wir gehen weiter. Das sieht ja schon schick aus hier im Winter, ne? So, wir hatten doch noch eine Fackel, ne? Ist unser Baum. Wir sind gleich zu Hause. Folgt die Biene mir? Nee. Ihr nervt doch nur noch. Ich hier nicht hoch. Doch. Ha.
ich glaube von. Nee, ich muss von der anderen Seite. So, auf, nach oben. Oh, der Kerl ist schon wieder so am Frieren. Erstmal aufwärmen. Oh, hol mal Fackel wieder aus. Oder auch nicht. Der Platz im Inventar haben. Ja. Dann würde ich sagen, geht es jetzt hier rein. So, ich mache für heute Feierabend. Ich muss morgen leider arbeiten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.